Erster Tag, der begann eigentlich schon gestern, nämlich genau in dem Moment, als ich mein Auto zum Beladen in unsere Halle fuhr. Die für diese anspruchsvolle Tätigkeit immer notwendigen Listen, Bestückungs-, Lade- und Einkaufslisten wurden, weil ich grundsätzlich virtuos und vorausschauend plane, mit Unterstützung braunen Schnapses im Verlaufe einiger vorhergehender Abende angefertigt. Segel, Teile für Spielbaum, Ventilator 80 mm, Spiritus, Diesel, Bücher, Akkordeon, Ohrenschützer, Hose für Wim, Rotwein, Feuerzeuge, Orangensaft, Apfelsaft, 50 Eier, 4x Butter, Pilze, Ketchup, Mayo, Lachs und so weiter und so weiter. Weitere Details dieser schier unendlichen Aufzeichnungen sollen dem Leser gnädigerweise vorenthalten bleiben. Abreisen wollte ich früh am Morgen, also heute, spätestens gegen 10. Insofern machte es Sinn, die Ruhe des zweiten Pfingsttages zu unterbrechen, um eben einen Teil der vielen notwendigen Gegenstände ins Auto zu werfen. Lebensmittel sollten sowieso erst vor Ort eingekauft werden. Ich brauchte mich damit nicht noch zu belasten. Wohl aber musste ich streng nach Liste, Segel, Teile für Spielbaum etc. zusammensuchen, teils sogar montieren. Kein Problem für jemanden wie mich, der über eine gehörige Portion handwerklichen Geschicks verfügt. Obwohl mir die erwähnte Gabe geschenkt ist, neige ich dazu, mein Auto in Wartungsdingen sträflich zu vernachlässigen. Heute wollte ich dieses Manko ausbügeln und machte mich trotz der anderen schon erwähnten Verpflichtungen an die kleine, immer schnell erledigte Grundwartung. Ölkontrolle und Überprüfung des Reifendrucks. Mehr muss gemeinhin nicht sein. Unsere Autos sind so ungemein zuverlässig heutzutage. Nicht preiswert, weder in der Anschaffung noch im Unterhalt, Inspektionen inkludiert, aber eben zuverlässig. Der Ölstand ist in Ordnung, der Reifendruck auch. Zumindest bei 3 von 4 montierten Reifen. Das Ersatzrad ist sowieso seit Monaten platt, es hatte sich einen Nagel eingefangen. Und da in Wahrheit siehe ADAC-Statistik nie ein Reifenschaden auftritt, war eine Reparatur überflüssig erschienen. Können wir dann irgendwann mitmachen, hatte es von meiner Seite aus geheißen. Gut, einer der Reifen hatte zu wenig Druck, nur 1,5 von 3 notwendigen Bar. Ein Problem, das schnell erledigt ist. Druckluftschlauch holen, auf 3 Bar aufblasen, fertig. Ende der Wartung. Es konnte ans Packen gehen. Auch das ging fix von der Hand. Gegen 6:30, ich war wirklich schon fast fertig, eilte ich in die Küche, hatte versprochen, Abendessen zu machen. Hähnchenleber sollte es geben. Ich kann prima Hähnchenleber, sowohl Natur, nur mit Butter, Salz und Petersilie, als auch ungarisch, mit unendlich viel Paprika und einem Hauch Zucker. Ich mag beide Sorten. Ein echter Kindergenuss, wie ich meine. Aber denkste, mag ich nicht. Ich auch nicht. Ist das innen aus einem Huhn? Innereien? Igitt, das soll ich essen? Wenigstens probiert wird. Sie ahnen, lieber Leser, dieses Abendessen verlief nicht ausschließlich harmonisch. Ich hatte keinen weiteren Küchendienst. Den hatten aus selbst zu vertretenden Gründen die lieben Kleinen. Ich konnte also zurück in meine Halle, um die Restarbeiten zu erledigen. Den linken Reifen hatte ich am späten Nachmittag nachfüllen müssen. Jetzt wurde mir klar, warum. Er hatte sich genau wie der, der jetzt als platter Reservereifen im Kofferraum lag, einen Nagel eingezogen. Auf dem kurzen Stück vom Carport bis zur Halle. Keine 20 Meter Strecke, unglaublich. Mich haben sie in dieser ADAC-Statistik wohl übergangen. Deibel auch, wie oft habe ich den Männern schon gesagt, sie brauchen die Dinger nicht zu sehen, sie wachsen doch nicht an. Meine Laune war nicht mehr die beste, obwohl ich doch gemeinhin als sehr ausgeglichen gelte. Kein Gedanke mehr an frühes Wegkommen mit nur 3 Rädern. 4 braucht mein Auto mindestens. Besser 5 lautet die Lehre, die ich für mich ziehe. Aber egal, es ist ja eh Urlaub. Ich werde Willi ist Autohändler und Inhaber einer hervorragenden Werkstatt,
morgen früh zwei neue Reifen montieren lassen. Und los wollen wir eh erst am Donnerstag. Was reg ich mich so auf? Also morgens zu Willi. Vorher noch kurz ins Büro, nur eben kurz. Hat prima geklappt. Um 12:30 konnte ich abrauschen und damit beginnt der erste Tag dann wirklich. Ankomme in Wehna um 14 Uhr. Mein Freund Jörg betreibt dort einen Yachtservice. Direkt vor seinem Geschäft liege ich im Frühjahr immer ein paar Wochen. Da lässt es sich prima basteln und Kaffee trinken. Jörg hat immer welchen, auch heute. Ansonsten einige kleine Restarbeiten erledigt. Gegen Abend sind wir beide dann einkaufen gefahren. Jeder von uns hat seinen bevorzugten Schiffsausrüster. Meiner heißt Aldi, Jörgs nennt sich Lidl. Wir waren bei beiden, wegen der Gerechtigkeit und weil meiner nicht alles hatte. Zum Beispiel keine französischen Aufbackbrötchen aus Blätterteig. Ich kann das Wort nicht schreiben, jeder aber weiß, was ich meine. Danach Staunen der gekauften Köstlichkeiten und danach Essen bei Pia. Pia ist Jörgs Freundin und sehr nett. Es war lecker, nur zu viel. Zweiter Tag. Ein Tag so ganz ohne besondere Vorkommnisse. Früh aufstehen, gemütlich frühstücken, Diesel bunkern, zum ersten Mal ganz ohne Probleme. Ich habe die Tankentlüftung neu gemacht. Funktioniert einfach super. Dann war noch die Buglaterne zu reparieren. Nach gut einer Stunde stellt sich raus, dass der Glühwendel der Birne sich einseitig gelöst hat. Darum also brannte das Ding mal und mal brannte es nicht. Wer soll darauf kommen? Die neue Birne kostet 8,60 Euro und ist in knapp einer Minute montiert. Aber ein Gutes hat meine Kontrolle der Zuleitung schon. Zwei verrottete Kabelübergänge habe ich gefunden und erneuert. Vorauseilende Wartung also, und die ist nicht verkehrt. Wir hatten das Thema schon. Ja, und morgen geht's dann los. Wohin? Das wissen wir auch noch nicht. Entscheiden werden wir das irgendwo bei Borkum, also morgen gegen Abend. Seit 2 Jahren halten wir es so, weil wir früher, als wir noch Ziele planten, zu häufig einen auf die Mütze bekommen haben. Einmal am ersten Tag im Hubertgat dermaßen, dass wir 2 Wochen lang mit völlig versalzenen und natürlich immer nassen Klamotten durch die Gegend gefahren sind. Besonders betroffen waren 93 der 95 immer mitgeführten Hand- und Geschirrtücher. Verschont blieben nur die 2 in der Pantry hängenden. Warum man so viele Handtücher braucht auf einem gewöhnlich großen Segelboot? Ich weiß es nicht. Aber ich würde auch nie eine gewisse, wirklich sehr nette weibliche Person danach fragen. Oder mich gar abfällig zu diesem Thema äußern. Gesprochen hatte ich eben von wir. Und wir, das sind Jörg und eigentlich Karel und auch Guido. Ja, und dann auch ich. Karel aber fährt schon seit 2 Jahren nicht mehr mit. Ich vermute, weil er jetzt schon älter ist und auch 2 kleine Kinder hat. Insgesamt hat er 4, aber 2 davon sind noch ganz klein. Und Guido kann in diesem Jahr nicht. Er hat ein wichtiges Seminar und der Professor hat's verboten. Schade. Ich fahre gern mit Guido. Dafür aber wird Wim mitkommen. Wir holen ihn morgen in Emden ab. Und weil ich gerade so ins Erzählen komme, wir machen das schon seit etlichen Jahren immer im Frühjahr, mal im späten April, meist aber im Mai, fahren wir für knapp 2 Wochen los. Mal hierhin, mal dorthin, nach England, nach Dänemark, Norwegen haben wir mal versucht. War eine prima geplante Reise. Nur mit dem Wetter passte es nicht so. Also wurde nichts aus Norwegen. Inzwischen haben wir an Karten alles, was man hier in der Region so nötig haben könnte. Und deshalb ist es schon egal. Ich will mal früh ins Bett. Darum ist Schluss für heute. Dritter Tag. Puh,
viel zu früh wach geworden. Wir müssen doch erst um 23:30 ausschleusen und jetzt ist es 7:45. Auch nicht besonders gut geschlafen heute Nacht. Normal geht das viel besser auf dem Schiff. Aber wird wohl noch, schauen wir mal. Duschen, lecker frühstücken, natürlich mit weichem Ei, pflaumenweich muss es sein, dann schmeckt es am besten. Ab 10 Uhr die letzten Vorbereitungen getroffen, unter anderem Wasser gebunkert, nur 400 Liter, den Mitteltank, habe ich leer gelassen. Gegen 11 Uhr zu Jörg rüber in den Laden. Jörg, kommst du? Ja, gleich, wart mal noch eben. Trink noch einen Kaffee mit mir. Nee, ich will jetzt nicht. Sieh zu, dass du in die Hufe kommst. Um 23:30 wollen wir schleusen. Ja, ich muss nur noch eben. Um 11:45 kommt er dann. Normal, das muss gesagt werden, ist er mehr als pünktlich. Also wird er Gründe haben. Und musste ja seinen Laden auch noch übergeben. Schleusen konnten wir sofort. Insofern gab es eigentlich keine Zeitverluste. Mit Wim hatten wir besprochen, ihn um 2 im Emder Außenhafen aufzunehmen. Klappt natürlich nicht ganz, aber fast. Um 3 sind wir da und er kann an Bord springen. Moin, auch moin. Auf der Ems gibt es Kaffee und Mutter Rolfs Erdbeertorte mit Mürbeteichboden, lecker. Nur leider zerbrochen, ein Transportschaden, wie Jörg versichert. Er kann natürlich nichts dafür, ist klar. Wohin es denn nun gehen solle, frage ich. Die beiden mögen doch bitte Vorschläge machen. Jo. Ist eigentlich egal. Mal nur weg. Vielleicht zum Heringfischen vor die holländische Küste. Das wäre doch mal was. Sag du doch, wohin wir fahren sollen. Ich werd wahnsinnig. Warum? Eigentlich soll ich immer bestimmen, wohin es geht. Nur um mir hinterher anzuhören. Ach ja, woanders wäre es auch ganz schön gewesen. Ich jedenfalls melde mich erstmal ab in die Koje. Kann aber doch nicht schlafen. Ist es wieder mal recht ruppig auf der Ems, immer das gleiche bei Emshaven. Also wieder raus und den Radar richten. Hatte ich noch nicht erledigt. Geht auch am besten auf dem Wasser. Jetzt stehen wir ganz kurz vor Borkum. Eine Entscheidung hat es bei den beiden vermutlich immer noch nicht gegeben. Ich werde mal hören. Wetter ist übrigens als ganz moderat gemeldet, wohl drehende Winde von fast Nord nach Ost und später dann rückdrehend auf Südwest. Wir werden sehen. Ich steige also raus in die Plicht und frage mal nach. Heute fahren wir in Bahnmannshafen auf Borkum. Und danach aber nicht vor morgen, dann vor der Küste auf und ab, Wim. Nee, in Bahnmannshafen fahren wir bestimmt nicht, kommen wir gar nicht rein, Jörg. Wieso, hast du doch vorgeschlagen, Wim. Nee, ich hab nur gesagt, mir ist das doch egal, Jörg. Ich konstatiere, die Entscheidungsfindung sei wohl noch nicht ganz abgeschlossen. Und steige wieder runter in mein Kellerloch. Mir ist es eigentlich wirklich gleich, wohin wir fahren. Einige Male waren wir in England in den vergangenen Jahren, in Dänemark auch mehrfach. Am schönsten dort ist meiner Meinung nach der Limfjord mit seinen abwechslungsreichen Küsten und kleinen, häufig an Hängen liegenden Ortschaften. Schließlich landen wir tatsächlich auf Borkum. Natürlich nicht in Bahlmannshafen, sondern in Burkana. Auch kein wirklich gastlicher Ort, aber wenn man schon nach Borkum fährt, muss man den wildromantischen Bundeswehrcharme der 70er Jahre in der Burkana-Anlage wählen. Das ist ein Muss, finde ich. Ganz was Nettes, Erheiterndes durften wir noch erleben beim Einlaufen. Eine deutsche Yacht, Liegeplatz Hindeloben in Holland, will in den Bahlmannschen Hafen einlaufen. Biegt aus dem Borkum-Fahrwasser nach Backbord ab, Richtung Hafeneinfahrt Bahlmann. Nicht ganz langsam. Vermutlich so schnell, weil schneidiges Einlaufen in Häfen allgemein sehr gern gesehen wird.
Unmittelbar vor der Hafenmole bleibt der von mindestens 60 PS angetriebene Segler abrupt stehen. Nicht ohne mit der Schnauze einmal kräftig zu nicken und dann unbeweglich in der eingenommenen Position zu verharren. Aufgelaufen ist doch klar, sagt Jörg. Weiß doch jeder, dass da bei Niedrigwasser kaum ein Meter steht. Und es ist Niedrigwasser, exakt. Und trotzdem hat Jörg Unrecht. Nicht jeder weiß, wie wenig Wasser in dieser Hafeneinfahrt steht. Gerade wurde es bewiesen. Zu unserer Schande muss ich gestehen, geholfen haben wir dem armen Teufel nicht. Jörgs Argument: Läuft doch sofort wieder auf, das Wasser, keine Viertelstunde, und der ist wieder frei. Und wer so blöd ist und nicht mal in die Karte guckt. Na, sei es drum. Wir laufen in Burkana ein und gehen essen. Also keine groben Bratwürstchen im Naturdarm heute. Dann eben morgen. Und morgen sehen wir dann auch, wohin es geht in diesem Jahr. Ganz sicher aber nicht zum Heringeangeln nach Holland. Vierter Tag. Ganz netten Abend gehabt. Lang war es auch. Jörg und ich gingen so gegen 3 nach mehreren letzten Zigaretten in die Koje. Im Verlaufe der Stunden haben wir etliche teils wichtige Themen besprochen. Unter anderem herausgearbeitet, dass es günstig wäre, warum, weiß ich jetzt wirklich nicht mehr, mein Boot zukünftig auf Borkum liegen zu haben. In dem Zusammenhang wurde natürlich auch das Problem geklärt, wie sich dann die Anreise nach Borkum zu gestalten habe. Der zweifellos beste Vorschlag sah die Anschaffung eines Wasserjets vor. Mit ihm ließe sich die Strecke Emden-Borkum sicherlich am schnellsten bewältigen, zudem wäre man wegen des geringen Tiefgangs unabhängig vom Fahrwasser. Selbstverständlich wurde auch der Frage des Transports der Familie nachgegangen. So ein Wassermoped bietet ja nicht viel Platz. Ist für 4 bis 5 Personen sogar gänzlich ungeeignet, an Gepäck wäre gar nicht zu denken. Zum Glück aber gibt es diese praktischen schwimmenden Bananen. Immer wieder sieht man sie vor den Stränden südlicher Gefilde zur Belustigung der Badegäste auf- und abfahren, besetzt mit bis zu 8 Personen. Gezogen werden diese Bananen, es handelt sich natürlich um aufgeblasene Gummi- oder Plastikschläuche, eben häufig von einem Wasserjet. Genau das wäre das Richtige. Nun gut, hin und wieder würde das Ding sicher durchkentern, wenn es etwas rau zur Sache ginge. Vor Emshaven beispielsweise. Aber wichtig wäre doch einzig und allein der schnelle Transport. Auf ein paar im Schlick aufgescheuerte Nasen- und Kinnpartien käme es da doch wirklich nicht an. So viel zu mildem abendlichen Alkoholgenuss. Aufbruch auf Borkum ist um 11:30. Vorher wird ausgiebig gefrühstückt mit allem. Nur der Kaffee ist zu dünn. Wim. Zu Hause mache ich den auch immer so. Da schmeckt er viel besser. Wohin wir segeln werden, ist noch immer unklar. Wohl aber festgelegt haben wir im intensiven Dreiergespräch die grobe Richtung. Nord bis Nordost soll es sein. Im Augenblick stehen wir in der Westerems und gehen gleich über das Riffgat raus. Das Wetter wird besser, der Wind ist leicht. Gott, was hat das gestern Abend noch gegossen? Nun ist es fast 22 Uhr. Bislang hatten wir einen herrlichen sonnigen Segeltag. Wir stehen jetzt oberhalb des zweiten Verkehrstrennungsgebietes, etwa 50 Meilen aus der Küste. Der Wind ist moderat, hat von West auf Nordwest gedreht und es sind endlich Entscheidungen getroffen worden. Entscheidungen, die unsere Reise betreffen und ja noch ausstanden. Wir machen nichts Großes in diesem Jahr. Wir segeln nur so ein bisschen rum. Konkret haben wir festgelegt, ich glaube, alle finden das Ganze in Ordnung, erst einmal ein wenig nach Norden zu gehen, dann nach Osten, grob Richtung Helgoland. Zwischen Düne und Insel wollen wir durchlaufen und dann Kurs auf Hamburg nehmen. Hamburg hatten wir bislang noch gar nicht. Ich kenne die Elbe nur bis Brunsbüttel.
da, wo es abgeht in den Nord-Ostsee-Kanal. Nach Hamburg wollen wir uns Hooksiel ansehen, liegt im Jadebusen und soll unglaublich nett sein. Je, wenn das Wetter so bliebe, nicht auszudenken. Das hatten wir schon ganz lange nicht mehr. Im Augenblick ziehen wir mit gut 7 Knoten dahin, bei leichten achterlichen Winden. Wir laufen jetzt nach Osten und werden, wenn es sich hält, morgen früh gegen 5 Uhr Helgoland erreichen. Es gab dann heute die Bratwürste von gestern. Mit frischen Kartoffeln und Spinat, mit Zwiebeln und Sahne. Die Zwiebeln sind deshalb besonders wichtig, weil jedes Kind weiß, dass natürlich gerade am ersten Abend des ersten Seetages die Skorbutgefahr besonders groß ist. Zwiebeln oder alternativ Lebertran beugen am besten vor. Lebertran aber gab es nicht beim Schiffsausrüster, deshalb Zwiebeln. Heute Nachmittag 2 Stunden gedöst in meiner Heckkabine. War auch verdammt nötig nach dem gestrigen Abend. Es läuft einfach prima, so könnte man immer dahin fahren. Getrübt wird das Ganze im Moment nur dadurch, dass wir die Maschine ein wenig mitlaufen lassen müssen. Die Batterien haben doch gelitten im Winter und so weit geht ohne Wasser. Der Bordmechaniker hatte schlicht vergessen, welches aufzufüllen. Und der ist identisch mit dem Eigner. Ich könnte mir in den Allerwertesten beißen. Hoffe, mein neuer Batterielebendigmacher wird sie wieder aufpäppeln. Einfach zu viele Verbraucher auf so einem Schiff. Den ganzen Prütt sollte man wegwerfen und fahren wie früher. Spaß, Spaß, es ist viel zu bequem und ich habe es ganz gern bequem. Wir haben einen 6-Stunden-Wachrhythmus eingeteilt. Wim war bis 10 dran, Jörg und ich wollen uns unsere Wache teilen und uns nach Belieben mal eine Stunde oder zwei hinhauen. Und jetzt gehe ich erstmal raus. Tschüss, bis später. Wo waren wir stehen geblieben? Richtig, den Kurs hatten wir nach Osten geändert und ich übernahm gegen 0 Uhr die Wache. Und damit beginnt der 5. Tag. Wir ziehen etwa 10 Meilen oberhalb des 2. Verkehrstrennungsgebietes dahin, Richtung Osten, Richtung Helgoland. Es läuft so gut wie wirklich nur selten. Wie oft werden Segeltouren erst im Hafen schön? Müssen mitunter auch mit erheblichen Alkoholmengen vom völligen Grauen zu einer akzeptablen Reise transportiert werden. Ich kenne das. Diesmal ist es anders. Es passt alles. Das Wetter begann verhalten, in dem Moment aber, als wir Borkum hinter uns ließen, wurde es, wie so häufig auf See, freundlich und sonnig. Der Wind mit etwa 4 Windstärken aus genau der richtigen Richtung. Ein Geschenk. Die Nacht ist zwar wolkenverhangen, dafür aber nicht zu kalt, wirklich dunkel wurde es erst, aber das war ja gestern und gehört insofern nicht hierhin, um 11:30. Es geht dahin wie auf Schienen. Das Schiff läuft permanent weit über 7 Knoten, die 8 kann ich nicht ganz erreichen. Der Wind fällt ganz leicht achterlich ein und bleibt bei etwa 4 Windstärken. Immer und immer wieder laufen Seen unter mir durch und brechen. Im Licht der Positionslaternen ein herrliches Schauspiel, das auch akustisch spannend ist. Toll. Helgoland, das wird sehr schnell klar, werden wir noch in völliger Dunkelheit erreichen. Deshalb können wir uns die Durchfahrt zwischen Düne und Insel schenken. Wim wollte gerne einmal Helgoland sehen, wenigstens sehen. Von einem Besuch hatten wir energisch abgeraten. Die Gründe werden hier nicht verraten. Das Feuer der Insel krabbelt schon weit vor 2 Uhr über die Kimm. Gegen 3 stehe ich etwa 10 Meilen entfernt. Jörg wird wach und kommt zu mir raus. Er sei gar nicht müde, könne auch nicht richtig schlafen. Prima, sage ich. Dann kann ich mich ein bisschen hinhauen. Wir besprechen, dass er die Insel im Norden passiert und dann südlich einschwenkt, um Kurs auf die Elbe zu nehmen. Ich pendelte während meiner Wachzeit zwischen Plicht und Kajüte, rauchte hin und wieder, machte Positionseintragungen in der Karte und las auch ein wenig. Das Radargerät hatte ich mitlaufen, um vor sich annähernden Schiffen gewarnt zu werden.
bis auf einen kleinen Regenschauer, der mich durch wildes Piepen des Radars nach oben rief, meldete der Kasten aber nichts. Sehr angenehm. Auch in größerer Entfernung gab es kaum Schiffsverkehr, hin und wieder ein Riesenpott auf der Schiffsautobahn in Gegenrichtung. Da die großen Dinger sich aber an die vorgegebenen Fahrgebiete halten müssen, gab es keine Gefahr für uns. Wie anders sieht das doch im Englischen Kanal aus. Eigentlich auch in der südwestlichen Nordsee, da ist immer was los. Kreuz und quer läuft der Verkehr, die einen laufen den Kanal rauf oder runter, die anderen queren ihn von England kommend oder nach England gehend. Man selbst als Kleiner muss verdammt aufpassen und sollte unter keinen Umständen auf vermeintlich sichere Vorfahrtsregeln pochen, die uns Segelbooten beachtliche Vorteile vor der unter Motor laufenden Seefahrt einräumen. Einmal, einige Jahre liegt es nun zurück, weckte mich aufgeregte Unterhaltung in der Plicht, einhergehend mit der hastig auf voll zurückgeschalteten Motorenanlage eines ansehnlichen Frachters. Wären wir nur kleine 100 Meter weiter gewesen, hätte es einen fulminanten Zusammenstoß gegeben. Ich bin nicht sicher, ob wir hinterher davon noch hätten erzählen können. Dem Frachter aber wäre der Vorfall recht schnuppe gewesen. Und das trotz einer eindeutigen Vorfahrtssituation zu unseren Gunsten. Man hätte diesen Vorfall prima aus dem Wege gehen können, indem man rechtzeitig ausgewichen wäre. Naja, wir leben noch. Während ich schlief, hatte Jörg dann beim nördlichen Passieren von Helgoland Begegnung mit einigen Marinefahrzeugen, die sich dort mit Minensuchübungen die Zeit vertrieben, ihn aber in Ruhe ließen und zum Glück auch nicht als minenähnlichen und somit zu räumenden Gegenstand ansahen. Gegen 8 stand ich auf, der Wind hatte etwas zugenommen, auf etwa 5 Windstärken. Wir standen im Ansteuerungsbereich der Elbe. Die Fock war inzwischen ausgebaumt, die Fahrt über Grund deutlich geringer geworden, weil wir den Elbstrom gegen an hatten. Um in die Elbe einzulaufen, mussten wir wieder auf den anderen Bug. Der Ausbaumer musste weg, eine Arbeit, die Jörg immer gern und ungefragt übernimmt, in jeder Situation und virtuos. So brauche ich, dicker alter Mann, eigentlich auf See, nur selten aufs Vorschiff. Ich verrate ein kleines Geheimnis, wenn ich erzähle, dass mir das sehr entgegenkommt. Nach unserer Planung sollte der Strom etwa ab Cuxhaven wieder mitlaufen. So war es auch. Gleichzeitig aber mit dem Einsetzen des Stroms verließ uns der Wind, der uns so wunderbar schnell hierher getragen hatte. Also Maschine an und unterm Motor die Elbe auf. So schlimm ist das gar nicht. Das Maschinengeräusch stört kaum, in der Plicht nur ein sonores Summen. Nachts in der Heckkajüte ist es schon deutlich unangenehmer. Menschen mit gesundem Gehör könnte der Krach um den Schlaf bringen. In Höhe von Brunsbüttel erwischt uns ein gemeiner Regenschauer. Blöderweise habe ich Steuerdienst, dumm gelaufen. Normal habe ich da mehr Glück. Nach 10 Minuten ist der Spuk vorbei und wir genießen gegen 2 Uhr mittags ein sehr verspätetes Frühstück. Ein Gedicht von einem Frühstück. Herrlicher Kaffee, Rührei mit Pilzen und Schinken und frischen Brötchen. Heiß mit Butter bestrichen. Wem sei gedankt. Es war ausgesprochen lecker. Wir ziehen gemächlich die Elbe rauf. Demjenigen, der den Fluss noch nicht kennt, sei gesagt, es lohnt sich unbedingt. Die häufig sehr negativen Eingriffe des Menschen in die Natur sind kaum wahrnehmbar. Ein schöner, breiter Flusslauf, bewaldete Ufer, die Deiche kaum zu sehen. Das Wasser bei weitem nicht so gelblich schmutzig wie das der Ems. Viel Schiffsverkehr, größte Pötte in teilweise optisch erbärmlichem Zustand und etliche Segler, die augenscheinlich prima mit dem Berufsverkehr zurechtkommen. Auch Motorbootfahrer und Angler sieht man.
Letztgenannte müssen immer dann, wenn ein großer oder aber auch ein idiotisch rücksichtsloser Motorbootfahrer vorbeikommt, ihren Gleichgewichtssinn auf das Äußerste strapazieren. Je näher Hamburg rückt, desto schöner wird der Fluss. Die beiden Kernkraftwerke am Ufer Brockdorf und Stade sind viel unscheinbarer, als ich mir das vorgestellt habe. Was keinesfalls so gedeutet werden sollte, als sei ich ein Freund dieser Form der Stromerzeugung. Dinge gibt es, die machbar sind, von denen aber der Mensch aufgrund der Unkalkulierbarkeit negativer Folgen die Finger lassen sollte. Eine besondere Attraktion für mich, das steile und mit vielen wunderschönen Villen bebaute rechte Elbufer. Für uns auf der linken Seite. Prächtige Vororte, wie zum Beispiel Blankenese, laden zum ausschweifenden Betrachten. Ein Genuss für den an historischer Architektur Interessierten. Der Hafen selbst ist auch am frühen Samstagabend von hektischer Betriebsamkeit. Schlepper jonglieren mit größten Berufsschiffen. Ausflugsboote sind unterwegs, Rundfahrtschiffe quirlen das Wasser auf. Überall ist es kabbelig von dem vielen Verkehr. Uns entgegen kommt nicht nur ein Musikdampfer. Infernalischer Lärm geht von diesen Dingern aus. Wäre man selbst auf einem solchen Schiff, gemeinsam mit der richtigen Truppe? Ich hätte vermutlich auch Spaß. Wir sind auch nicht wirklich ungehalten. Das tiefe Wummern der Basslautsprecher verliert sich meist schon, nachdem die Dinger nur kurz hinter dem Horizont verschwunden sind. Einen ganz schönen Überholer hätte ich beinahe vergessen. Kurz hinter Glückstadt läuft an uns vorbei die Scharhörn. Das Schiff, mit dem Kaiser Wilhelm seinerzeit die Einweihung des Nordostseekanals vollzogen hat. Noch lange, nachdem sie uns passiert hat, ist unten bei uns in der Kajüte das dumpfe Bumm, Bumm der sicherlich wunderschönen alten Dampfmaschine hörbar. Wir ziehen an den Überseebrücken vorbei. Von dort startete man in früheren Zeiten in das gelobte Land Amerika und legen uns längsseits an einen schönen Steg im Cityhafen Hamburg. Wir sind mitten im Leben. Eine schwimmende Kirche und einige Mississippi-Dampfer in unmittelbarer Nähe. Zum Essen bereite ich Schnitzel mit Champignon-Rahmsoße und Böhnchen. Wim holt Pommes frites. Der Abend ist um 12:30 zu Ende, es ist Ruhe im Schiff. Eine Flussfahrt, wie wir sie hatten, steht einer Seereise in nichts nach.